6. Januar. Bei uns geht's weiter mit einer Band, da müsste ich eigentlich nur einen Namen sagen und schon wüssten alle, um wen es geht. Ich sag mal Campino! Der betonten Hosen! Wunderschönen guten Morgen. Wir haben euch ein Lied mitgebracht. Es ist ein neues und musikalisch für unsere Verhältnisse recht ruhig. Aber ich denke trotzdem, es ist eins der zornigsten und wütendsten, die wir in den letzten Jahren geschrieben haben. Es haben sich schon ein paar Menschen beschwert, die es im Radio gehört haben. Man könne dieses Thema doch so nicht bringen und der Text sei so leicht misszuverstehen. Und alles, was wir dazu sagen können, es gibt gar nichts daran misszuverstehen. Dieses Lied ist das Porträt über einen jungen Vollidioten, wie er zurzeit zu Tausenden auf unseren Straßen rumläuft. Und wer das nicht hören möchte, der macht sich immer noch was vor. Das Lied heißt Sascha und ist über einen Jungen, der glaubt, ein aufrechter Deutscher zu sein. Ist arbeitslos, fahrt er ohne Arbeit los. Er schneidet sich die Haare ab und pinkelt auf ein Judengrab. Zigeunerschnitzel, das schmeckt gut, aus den Kies hat er eine Wut. Er isst so gern Chivachichi, Kroaten mochte er noch nie. Der Sascha, der ist Deutscher und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha, hört ab und nimmer mehr. Ja, der Sascha, der ist Deutscher und Deutsch sein, das ist schwer. Was wohl der Führerbunker steht. Nein, dieser Mann, das ist kein Depp. Der Sascha ist ein deutscher Rap. Er ist politisch informiert und weiß, dass jeder Fremde stört. Und auch sein teuer Schäfer und fällt jetzt nicht ohne Grund. Ja, der Sascha, der ist Deutscher und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha ist man nicht nebenher. Ja, der Sascha, der ist Deutscher und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha ist man nicht nebenher. Filmschauspieler, bist in allen Medien irgendwo zu Hause, aber vor so einem Live-Publikum ist das natürlich einzigartig. Ach, mir geht's gar nicht um mich, es ist toll, dass alle hier sind und ich tue nur das, was jeder andere macht, der auch hier ist. Fantastisch. Gibt es demnächst Aktionen, bei denen du noch mitmachst? Bist du noch bereit, irgendetwas darüber hinaus zu machen? Ja, ich weiß nicht, das hört sich ja fast wie eine Verarschung an, die Frage. Ich glaube, dass so eine einzelne Aktion nichts bringt. Es kommt auf alles an, auf eine Gesamtheit der Aktionen. Musiker, Künstler, private Leute, alles, alles ist scheißegal, nur alles gegen rechts. Gegen Gewalt. Danke, Campino. Wow, wow. So, Vorsicht.